Hi, willkommen zurück zu Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Heute nehme ich mir vor, die beiden da unten zu besiegen. Ja, wir legen also mal gleich los. Hoffentlich klappt das heute besser. Ja, er geht schon oben drauf. Ah, vielleicht auch nicht. Okay. Dann versuchen wir es anders. Dann warte ich einmal ab, dass sich die Situation beruhigt. Das dauert jetzt ein bisschen. Ihr könnt euch ja eine Tüte Chips oder so holen, während ich hier warte. Oder das Video einfach vorspulen, das geht natürlich auch. Müsste eigentlich gleich passieren. Jedenfalls war das so, als die 7 Speere von der Schiene alleine da waren. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn der andere Depp noch dabei ist, aber der sollte mich genauso wenig sehen. Okay, das dauert jetzt doch schon relativ lange. Oder? Ich warte mal noch so 10 Sekunden und dann gucke ich mal zurück. Ach ja, das kann ich auch eigentlich machen. Das ist mir im letzten Part aufgefallen. Ich habe nicht die beste... das beste Feuerwerk. Ich habe das hier einmal aufgewertet. So. Kann man den Zaun hier eigentlich nicht wegschlagen? Ja. Dass ich besser springen kann. Okay, sie sind noch nicht zurück. Das heißt, sie suchen mich noch. Das heißt, ich springe mal noch mal nach hier hin. Ich muss noch ein bisschen warten. Das ist jetzt ein bisschen lame, ne? Weil eigentlich nichts passiert. Ah, das ist so die Taktik, mit der ich vorgehen möchte. Weil zu zweit brauche ich die nicht probieren. So, ist der andere jetzt schon wieder zurück? Die Musik geht halt nicht aus, ne? Ich könnte die Bahn ja auch einfach skippen und da zum Blumenfeld gehen, aber... möchte die Gebetsperle haben. Ja, ich glaube, an ihnen liegt das auch. Komm. Ich glaube, es liegt an ihnen hier, dass das nicht funktioniert. Kann er mal bitte hier reinspringen? Machen sie nicht, ne? Ich habe mir eine andere Taktik angeschaut. Man kann quasi... Wartet. Welcher war das denn jetzt? Ich glaube, es war der hier. Genau, dass man nicht so schnell entdeckt wird. Und dann kann man den das
Ja genau, warum mache ich das nicht so? Dann kann ich den doch Stealth killen und dann kann ich den Stealth killen. Aber die haben noch die Puppenspieler-Ninjutsu-Fähigkeit ausgerüstet und quasi den linken gestealth killt, um dann den dicken zu machen. Ich möchte aber den hier eigentlich zwingen. Runter zu jagen. Aber das macht er irgendwie nicht. Okay. Wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Komm, bring mich einfach um. So. Jetzt lass ich mich sterben. Ich versuche das mal mit dieser Ninjutsu-Kunst. Wie ich das in einen. Wie ich mir das mal angeguckt habe nach der letzten Part. Auch wenn ich finde, dass die Stealth-Taktik ein bisschen effektiver ist. Ah, probieren wir. Ups. So, jetzt sollte der mich nicht so leicht sehen. Ein Scheißdreck! Das funktioniert nicht. Ich habe mich volle Pulle gesehen. Wie? Ja, okay. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Stelle ist auch, die ist dafür ausgelegt, nervig zu sein. So. Ich probiere das ihn jetzt nochmal. So, nimm die Zukunft. Lass mich in Ruhe. Okay, der eine ist weg. Visier den mal weg. Ah, ich hab ein bisschen Schiss.
Ich mach das erstmal so. Geh auf Nummer sicher. Vor allem, ich habe keine Aufwärtsschirme mehr. Komm. Eben war es auch auf dich schon die ganze Zeit so aggressiv. Ja. Komm. Das war wieder knapp, mein Freund. So, machen wir mal das, dass ich ein bisschen schwer Schaden mache. Komm hier hin. Aufpassen. So. Zurück. Ich habe zwar keine Ehre, aber ich gewinne. Komm. Komm. Und mittlerweile fliege ich auch nicht mehr vom Baum runter. Ich habe nur zwei Geister-Embleme. Das ist egal. Komm. Jetzt nicht unvorsichtig werden. Das hat bisher so gut funktioniert. Ich treffe ihn aber jetzt irgendwie nicht mehr. Komm schon. Ein bisschen müssen wir ihn noch schädigen, damit er sich... Das ist okay, der hat mich hier wieder hingeschlagen. Ja, gut. Ah, ich habe keine Eier. Kürbisflasche lieber nehmen. Gut. Ah, ne, traue ich mich nicht. Komm. Kommt jetzt noch ein Hit? Ja. Komm schon! Noch ein und dann kommt ein großer Hit. Genau, zack. Zack. Ich krieg dich. Heute fällst du. Wenn ich jetzt noch verliere, dann kann man mich auslachen. Okay, den Block da. Den Block da auch.
Den aber nicht. So, beim nächsten Mal. Was? Kein roter Schlag hinterher? Okay. So, ich hab ihn. So, jetzt kriege ich auch meine Gebetsperle. Und er sollte für ewig weg sein. Gott sei Dank. So. Hast du mir was zu sagen? Nee? Dann stirbst du. Der sitzt hier wahrscheinlich nur, um ein bisschen Leben wieder zu regenerieren. So, da steht alles im Feuer, damit ich da nicht durchgehen kann. Ja. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Nur 2,5 Parts. Oder, ja, ich habe ein... Sagen wir mal 2 volle Parts. So. Ich muss eigentlich hier hoch, um darüber zu kommen, aber da unten ist ein Item. Das hole ich mir mal. Man muss dazu sagen, im Prolog hatte man auch die Dings nicht. Die Prothese. Aber das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Ja, da unten zu den Safe Point, da muss ich hin. So, ich kann aber zurück. Durch die Prothese. Das war im Prolog halt nicht möglich. Ich weiß noch, als ich da runtergejumpt bin. Oder runtergeflogen bin, sage ich vielmehr. So. Aber das Blumenfeld ist doch das Finale. Also ich bin... Zwar, ich spiele das zwar blind, aber ich weiß, dass man nochmal irgendwie in den Hirata-Tempel rein kann. Aber ich weiß nicht, ob man das noch kann oder ob das Finale tatsächlich jetzt schon kommt. Da unten ist eine Dings. Hier ist Figur des Bildhauers. Ich raste erstmal, dann hole ich mir da oben die Items. Und dann gehe ich mal zum Bildhauer zurück und gucke, ob ich irgendwie in den Hirata-Tempel reinkomme. Was haben wir hier? Geld und Schrott. Eisenschrott, um genau zu sein. Wo komme ich hier hin? Auf die andere Seite der Brücke. Gibt's hier was? Nö, ne? Oh, da unten in den See gibt's was. Das wird irgendwas Nichtiges sein, was es nicht wert ist. Aber ich gehe mal runter. Natürlich. Ah, ich kann aber durch die Dings wieder hoch. Das war halt im Prolog auch nicht möglich. So, jetzt gehe ich mal zum Bildhauer zurück. Weil ich spiele das halt blind, aber so ein paar Sachen gucke ich mir doch an, weil ich nicht was falsch machen möchte. Also ich weiß, dass man noch in den Hirata-Tempel zurück kann. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte, weil das, da gibt es einen ziemlich schweren Boss, wenn ich das richtig weiß. Also. Kann ich zurück in den Hirata-Tempel? What the fuck? Wo ist der Bildhauer hin? What the fuck? Ja, ich kann Sachen herstellen, aber wo ist der Bildhauer hin? Da fehlt mir Material für. Da fehlt mir auch Material für. Material fehlt. Das kann ich herstellen, da fehlt nur Kohle. Das ist gar nicht schlecht. Das ist eine Verbesserung von den Ninja-Sternen. Die benutze ich ja relativ häufig. Da fehlt mir Material. Das kann ich herstellen.
Oh, das ist eine Verbesserung des Feuerwerks. Und das kann ich auch herstellen. Ja, diesen Schirm benutze ich gar nicht. Oh, ich bin ziemlich arm an Geld. Wo ist der Bildhauer hin? So, ich guck mal, ob in Herata-Tempel jetzt was anderes abgeht. Weil das ist schon auffällig, dass der Bildhauer nicht da ist. Okay, das ist alles gleich. What the fuck? Warum hat er nicht gegriffen? Sekiro? Möchtest du mir das... Ja, genau. Warum hast du das eben nicht gemacht? Wollen wir darüber reden? Das ist doch Ihr alles... seid der Sohn des Urus. Was ist geschehen? Diebe beim Hirata-Anwesen. Schnell, ihr müsst den göttlichen Erben. Das ist doch alles das Gleiche hier. Das ist doch alles das Gleiche hier. Ich guck mal, wie schnell die... Die Krieg brauchen einen Hit, das ist alles das Gleiche. Ich weiß, dass der Boss in den Raum von Schmetterling kommt. Deswegen versuche ich mal, dahin zu gelangen, möglichst schnell. Ich krieg so gut wie keinen Schaden von den Gegnern. Das ist immer noch das erste Mal. Obwohl. Der wollte jetzt nicht sofort sterben. Aber es wird immer noch das Gleiche sein. Ja, man sieht es auch an den Sehen, die man bekommt. Ist kein wirklicher Unterschied. Gucken wir mal. Dings. Wo ist es denn? Hirata-Anwesen. War das der? Ja, ne? Das ist die gleiche. Ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendwas anderes passiert. Und in den Raum wird wahrscheinlich kein Boss mehr sein. Hier wird wahrscheinlich irgendwas anderes auslösen. Jupp. Das ist eine neue Figur, okay. Ich gehe mal zum geheimen Durchgang. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der Bildhauer ist. Es kommt mir sehr suspekt vor, dass er weg ist. Oder kann es sein, dass ich so oft gestorben bin, dass er an Drachenfäule gestorben ist? Kann auch sein, dass ich hier
hiernach noch da zum Hirata-Tempel hinkomme. Ja, Leute, ich beende mal den Part. Ich informiere mich mal, ob das Finale hiernach kommt oder ob ich noch was anderes machen kann. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielleicht bin ich auch komplett auf dem Holzweg und es kommt noch einiges. Ich vermute, dass das Finale kommt. Aber egal. Ja, ich schau mal nach und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.